Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 13. Part, glaube ich, von Entwicklungssektion. Lass die Mission starten. Hallo, hi, Delson. Oh mein Gott, ich will das kommen inzwischen. Oh mein Gott, ich bin tot. Hey, das konnte ich jetzt nicht erwarten. So kann ein Part gut anfangen, finde ich. Also, top, klasse. Was denkst du eigentlich, du bist eine Schlampe, oh, geiler Arsch. Und kämpft nicht mal selbst. Kann das. Lass uns da rein. In die Höhle des Löwen. Oh, das juckt die gar nicht. Okay, es wird Zeit für ein paar neue. Okay, hier werden also die Engel gemacht. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Gefährlichen Konduit suchen. Und hier wohnt der Junge also. Wie viele Westen hier rumliegen und so. What the? Hey! Okay, damit komme ich hoch. Okay. Alles klar. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum wir hier sind. Aber wir sind jetzt hier. Und was ist das? Ich will es nicht wissen. Oh nein, ich muss es wissen. Der Wächter. Ein Boss. Und du bist in mein Reich eingedrungen. Nein! Wie kommst du darauf? Bam, Junge. Oh, er ist weg. Verpisst er sich einfach, ich glaub's ja nicht. Und wir sind wieder zurück in der realen Welt. Hier sind richtig viele PCs. Und wir gehen schon wieder zurück, alles klar. Was machst du mit den Leuten, die deine Engel entführen? Ich biete meinen Gästen Erlösung. Kein Leid. Ja, ja, würde ich so sagen. So, gib mal Aua. Aua, der hat krasse Moves. Der hat krasse Moves drauf, der Typ. Du musst jetzt gehen. Delson, ja, danke. Hier bitte kriegst du eins aufs Maul. Wird dann immer so ein bisschen zurückgestoßen, das finde ich ganz gut. Ist auch super zum Heilen. Nicht mehr so, so, er ist weg. Oder? Was? Hier hole ich mir jetzt mal einen Neon, weil was passiert. Oh! Es geht da unter. Ist hier nicht. Okay, also muss ich jetzt auf die noch höheren Plattformen, also die jetzt eben oben sind. Zack, Hit. Bam, Junge. Was willst du, Stress? Du bist schwul. So, habe ich ihn aufs Übelste beleidigt. Und du bist schwul ist auch eine richtig krasse Beleidigung. Ah, gib mir mal Neon. Nochmal drei von den Rockets. Geht es wieder unter? Ja, das geht wieder unter. Aber die mit den Fliegdingern drauf, die bleiben immer oben. Oh, hey, ich wurde runtergestoßen. Okay, wir sind wohl da hinten hin. Ja, der schießt hier rum, Alter, der Wächter. Komm. So, bam. 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 Okay, da sind krasse Rockets hier am Start. Hier kurz hoch. Neon. Gönn mir. So. Okay, jetzt geht wieder alles unter. Immer wenn er so transparent wird, dann geht alles unter. Hua. Bleibt die oben? Ne, die geht auch unter. Scheiße. Jetzt. Oh. Das war knapp. Ich glaube nicht, dass wir. Ich weiß nicht, ob wir da Instant Death sind. Aber kommt mir ein bisschen so vor. So, dann hier hin. Dann hier hoch. Oh, das war ein bisschen schlecht. Egal, gib mir Neon, schnell. Sehr schön. Du wirst nicht noch einen Angriff hinkriegen. Das ist geil an den Dingern, dass sie ihn immer so zurückstoßen, er dann nicht angreifen kann. Okay, ja, es wird wieder transparent. Und dann, ja, geht wieder alles unter. Okay, es kommt, okay, es kommen auch immer neue Sachen. Oh! Okay, also nicht Instant Death. Aber will ich trotzdem nicht unbedingt rein. Da ist nochmal Neon. Gib mir den Shit. So. Oh, wow, der macht hier seine eigene Ding kaputt. Oh, das ist jetzt ein bisschen schlecht, was hier abgeht. Gib mir Neon schnell, gib mir nämlich auch Leben. Perfekt, du Wichser. Du kleiner Wichser, du, komm her. Nein, nein, nein. Okay. Und jetzt sind wir wieder zurück im Keller. Und direkt zurück ins Gefängnis. Ich gehe nicht ohne das.
weswegen ich hier bin. Ja, das würde ich auch sagen. Wir sollen weiter den Typ suchen. Warte ich nicht vorhin zu? Keine Ahnung. Ich kann ja auch keine Kräfte drin benutzen. Da sind wieder richtig... Alter, was hat der hier für ein Lager und... Hi. Was, Engeldrachen? Was laberst du? Mach mal das mal bitte an. Könnt ihr das... Uah. Kann ich, wieso kann ich mir das Neo nicht gönnen? Ach, keine Ahnung. Okay, also ich habe keine Raketen mehr. Da hinten ist noch Neon. Ich will jetzt erstmal hin. So, ja, ja, mach du nur deine krassen Moves. Ist mir egal. Ich gehe mir jetzt hier erstmal Neon. Ja, wie ich mir gedacht hatte, er ist jetzt unverwundbar. Wollte ich nur kurz ausprobieren. Ich muss erst die kleinen Engel hier, denke ich mal, ja, wegmachen. Erinnert mich gerade ein bisschen an Destiny. Muss ich sagen. Weil da gibt es ja auch die von den Besessenen, die... Wie heißen die Dinger nochmal? Die auf der Venus sind. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Goblins, die normalen Goblins, die haben ja auch so eine Fähigkeit, dass sie heilen können. Wenn die eben auch so einen Strahl auf einen Mitmenschen richten. Er verpisst sich. Da hinten ist Neon, aber da komme ich, glaube ich, jetzt nicht mehr hin. Okay, das bleibt oben. Das ist gut. Geht es auch hoch? Nee, es bleibt nur auf der gleichen Stelle. Okay, wo? Da. Aua, aua. Ja, das solltest du sein lassen. Aua. Neon, schnell. Sehr gut. Ein zweiter hüpfen. Und dann die Engel abballen. So. Und dann dich. War das der letzte? Ja. Oh, hab nicht getroffen. Fuck, da habe ich auch nicht getroffen. Der hat gesessen. Oh, jetzt habe ich aber nichts mehr. Egal, draufhalten. Oh. Wieder mit seinem Laser. Mit seinem... Hier wäre Rauch. Ja, komm, gib her. Scheiß drauf. Oh, da haben wir nur 4 Raketen. Oh, oh. Stoßen sie den auch zurück? Ja. Okay, also jeder schwere Angriff stößt ihn zurück. Jetzt geht das Ganze wieder unter. Heißt, ich sollte mich auf so ein Ding bewegen. Die Mucke ist gut. Die Mucke ist cool. Ah, stimmt, wir haben jetzt nicht mal unseren Neon-Sprint. Hoffentlich gibt es hier wieder Neon. Denn Neon ist... Ja, da hinten gibt es Neon. Und auch Rauch. Ich würde sagen, wir benutzen erstmal Rauch. Erstmal die Rauchraketen. Upsala. Halt dich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm hoch. Gib mir den Rest. Aua. Aua. Und komm. Ja, Rauch ist nicht ganz, aber... Aber das hier ist... Die Engel sind leichter mit dem Rauch zu erledigen. Ich sollte mich erstmal heilen, bevor er mich wieder... Verdammte Scheiße. Gebt den Rauch, damit wir vollgeheilt sind. Die Engel hier sind leichter... Oh, wie viele der jetzt davon hat. So. Er ist wieder attackierbar. Fuck, der hat nicht gesessen. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Perfekt, da hinten ist Neon. Ich will Neon wieder haben. Ist besser, um... bei schlechten Situationen wieder an Wänden hochzukommen. Mit meinem Sprint. Nur, dass man halten muss, ist ein bisschen nerviger. Bei den Phosphorstrahlen. Okay, es geht wieder alles unter. Ist aber kein Problem. Ja, hat geklappt. Oh, ich werde da immer so ein bisschen weggedrückt manchmal. Hey! Er hat's weggemacht, der Asoziale! So, dann hier hoch. Hier gibt es nochmal Neon. Das sind krasse Rockets hier. Verdammte Scheiße. Auf dich treffen zu lassen, Delsin. Und gönn dir das Neon. Das brauchen wir. Den weg. Oh, ich bin wieder so weggestoßen. Den weg. Wir hängen ein bisschen schlecht. Den weg. Fuck. Fuck. Der ist weg. Noch einer. Er hat auch nicht mehr viel Leben, der Wächter. Das heißt, vielleicht geht er jetzt down. 1, 2. Nummer 3. Nummer 4. Ne, er verpisst sich nochmal. Oh, jetzt kommen kleine Engel auf mich zu. Ficken die mich? Ne, ich glaube, die fliegen nur weg. Oh, das war ein bisschen blöd, der Sprung. Das könnte eng werden. Aber nicht für Dersen. Dersen ist der Motherfucker im Game. Okay, kurz in die Lava. Ist nicht so schlimm.
solange man sich dort nur kurz drin befindet. Er hat jetzt wirklich kaum noch Leben. Ich glaube, ich hole mir auch kein Neon jetzt mehr. Ich kümmere mich jetzt darum, dass die Engel sich hier verpissen. Und dann... Ah, der letzte Engel hängt ein bisschen blöd. Der hat ein bisschen eine blöde Position. Also beziehungsweise ich habe eine blöde Position, um ihn zu erwischen. Ich habe ihn. Jetzt ist der Wächter wieder ready to go. Bam. Oh, noch ein Hit, komm. Shit. Müssen wir mit der kleinen Attacke drauf. So, jetzt kann er natürlich auch attackieren, aber das sollte geklappt haben. Ja. Perfekt. Ein kleiner Nerd. Und dann erfahren wir jetzt wohl auch seine Geschichte. In der Schule habe ich versucht, dazuzugehören. Im Hintergrund zu bleiben. Zu verschwinden. Aber die Schläger fanden mich trotzdem. Das tun sie immer. Der einzige Ort, an dem ich mich geborgen fühlte, war in Heaven's Hellfire. In diesem Spiel machte ich die Regeln. Ich konnte Engel beschwören, um die Opfer zu schützen, und Dämonen, um die Schläger zu bestrafen. Aber die reale Welt, die konnte ich nicht kontrollieren. Zuerst habe ich sie einfach ignoriert. Bis zu diesem einen Tag, als sie es zu weit trieben. Als das DUP kam, sagten sie, sie würden mich zu einer neuen Schule bringen. Für Leute, die wie ich sind. Anders. 6 Jahre lang schlossen sie mich an ihre Maschinen an. Ließ sie mich beschwören und hörte immer auf, bevor sie mich retten konnten. Dann dieser Unfall. Das war meine Chance, um endlich völlig zu verschwinden. Wo mich niemand findet oder verletzt. Aber dann sah ich, wie sie mehr Leute zusammentrieben, die anders waren. Ich wusste, was sie ihnen antun würde, und ich wusste, wir müssen sie aufhalten. Delson! Delson? Okay, das nervt langsam. Das klang nach Ärger, also bin ich hergerannt. Ja, alles okay? Ja, alles klar. Danke, Mann. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich ja. Da wir gerade dabei sind, du wirst nicht glauben, was ich jetzt kann. Wenn ich erst einmal weiß, was ich überhaupt kann. Jedenfalls hast du einen Kidnapper aus dem Verkehr gezogen. Wow, Mann. Nicht Kidnapper. Er ist mehr wie ein Retter. Dudson, hör mal zu. Er hat verdächtige Conduits von der Straße geholt. Ja. Gegen ihren Willen. Das ist Kidnapping. Okay, lauf nicht weg. Erstmal danke, dass du Conduits gesagt hast. Und zweitens, warum bist du so ein Arsch? Na, fein. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Aber wir wissen beide, dass es besser ist, wenn er im Käfig sitzt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn zu erlösen oder ihn zu verleiten. Ich habe beim ersten Mal, glaube ich, bei Fetch verletzen gelesen, aber verleiten steht da. Wir erlösen ihn natürlich, denn wir sind ja auf dem guten Karma-Weg. Und deshalb helfen sie ihm dabei, seinen Mut zu finden, um gemeinsam hilflose Opfer zu retten. Hey, warte mal eine Sekunde. Kann ich mal mit dir reden? Ich dachte, du bist auf der Seite des Rechts und würdest Leute nicht einfach ohne Prozess wegsperren. Hey, normalerweise wäre ich das auch. Ach so, das zählt also einfach nicht mehr, wann immer es dir gerade in den Kram passt, ist es das? Schnapp dir doch eine rote Perücke und einen Trenchcoat, dann nenne ich dich Augustine. Vielleicht nächstes Halloween. Cool, gut. Gameboy da drüben und ich werden uns mal unterhalten. Von Conduit zu Conduit. Keine Normalos erlaubt. Gut. Ich bin draußen. Wenn du mich brauchst, okay? Oh, und danke für deine Hilfe. Sonst hätte ich's nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich. Ich weiß. Also, was meinst du, Eugene? Du und ich, wir zwei Conduits ziehen los. Du zeigst mir ein paar von deinen neuen Videotricks. Und ich zeig dir, wie man bei Mädchen landet. Und wir retten ein paar unserer verfolgten Brüder. Ach, lieber nicht. Ich fühle mich hier einfach viel sicherer. Komm schon, Mann.
Wenn du nur hier unten bleibst und Engel und Dämonen spielst, kriegst du nie eine ab. Hör zu, Mann. Es ist dein Leben. Aber auf uns wartet auch noch ein Leben draußen in der realen Welt. Es liegt an uns, das durchzusetzen. Denk mal darüber nach. Dann sehen wir weiter, okay? Also war der nette Anrufer, beziehungsweise der nette Fan, der andere Conduit. Warum hat der so komisch das mit uns abgezogen, gesagt, da ist, anstatt zu sagen, hier bin ich? Ich weiß es nicht. So, schauen wir uns das neue Arsenal an. Ich kann ja noch nicht heilen. Ja, ich kann auch nicht rennen. Ich kann auch keinen Doppelsprung, also nichts. Das ist ein bisschen blöd. ja, okay, gib mir mal Neon, bitte. Ich will rennen. Mann, ich brauch dich. Meine ganzen Kräfte sind weg. Nichts Neues von Eugene und die alten Sachen funktionieren auch nicht. Nee, ich kann mir das nicht holen. Bleib, wo du bist. Ich komm hin. Ah, Fußmassage, da geh ich gleich mal rein. Kann ich gut brauchen, ey. Ich bin den ganzen Tag schon rumgerannt. Verstanden, wir treffen uns dort. Okay, jetzt müssen wir also in die kleine Gasse, um uns mit Reggie zu treffen, denn, ja, wie wir merken, wir haben keine Kräfte bekommen von ihm. Nur ein, ja. Anderes, wie nennt man das, ach, keine Ahnung, ihr seht's, das Viereck, das sah bei Neon anders aus. Und wir können jetzt nichts mehr. Und auch kein Neon uns wiederholen oder so, lass ihn in Ruhe. Das ist jetzt, schlecht. Kann man das so sagen? Ah. Hallo, ich bin, Justin Rowe. Ich bin der Conduit, der... Ah, okay, dann halt nicht. Ja, wir bringen Eugene, wollen Eugene beibringen, wie er sich ein paar Weiber klar macht. Da ist ein Kernrelay. Ob uns das vielleicht ein paar Kräfte wieder gibt? Ich brauch deine Hilfe, Mann. Du sagst, du hast deine Kräfte. Alle verloren? Ja, ich habe alle Kräfte verloren. Und zwar Rauch und auch Neon. Ich bin nicht mal bis zur Videos. Das ist toll. Das sind tolle Nachrichten, Mann. Was zur Hölle soll daran denn toll sein? Es sind 1000 DUPs hinter mir her und ich habe nichts in der Hand. Überleg doch, wir wollten ein Heilmittel für dich finden. Und das ist es. Das ganze Bioterroristenzeug. Es ist weg. Dustin, wir können jetzt heimgehen. Heimgehen? Hör zu, du hast wirklich alles versucht, okay? Der Stamm weiß das, ich weiß das. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Hey, bitte, können wir nicht aufhören, solange es noch gut für uns läuft? Sag mir die Wahrheit. Du ich wärst, würdest du aufhören und heimgehen? Auf jeden Fall, wenn ich du wäre. Nein. Ohne meine Warte. Kräfte werfe ich eben einfach mit Steinen. Aber ich kriege Augustin. Mir wäre es allerdings lieber ohne die David- und Goliath-Steine-Geschichte. Also brauche ich deine Hilfe. Tja, du scheinst ja offenbar schon fest entschlossen zu sein. Also, wozu brauchst du mich? Tja, wenn es noch eine Chance gibt, meine Kräfte zurückzubekommen... Dann nur durch eins dieser Kernrelais. Na klar. Aber verdammt, Reg. Ich kann keins dieser Teile ohne Kräfte aufbrechen, okay? Also brauche ich eigentlich nicht dich, sondern deine Waffe. Nein. Nein, 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 nein. Du kriegst meine Waffe nicht. Keine Diskussion. Du... Aber vielleicht überlasse ich dir ja ein paar von meinen Kugeln. Krasser Badass-Spruch. Und dann können wir hier das Scan-Relay entziehen und hoffentlich ein paar Videokräfte. Das ist also der dritte Fähigkeitenbaum. Video. Was bekommen wir? Was ist das? Ist es der Sprint, den wir jetzt neu haben? Gibt's Neues. Lieber mal ein kleines Stück zurück. Okay. Drücken Sie also. Oh! Das ist cool! Voll der sneaky Shit! Das könnte ich hinter den gehen einfach. Kabababam machen. Was weiß ich? Schläge. Ich ruf dich dann an. Oh nein, ich komm mit dir. Nein, 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 vergiss es. Ich komme klar. Ich schwich sogar ins Gesicht. Vorhast, wie er seine Hand hebt, so. Zu öffnen, brauchst du mich noch. Außerdem, du weißt gar nicht, wo es ist.
Oh, wie er gerade seinen Kopf gedreht hat. Das sah ein bisschen eklig aus. Folgen Sie Reggie zum nächsten Kernrelay. Alles klar. Schade, ich habe schon gedacht, wir würden eine Schusswaffe kriegen. Das wäre ziemlich cool. Aber brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir jetzt dann gleich Kernrelays kriegen, mit denen wir dann hoffentlich wieder einen Schuss haben. So, bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Dann komm, junger Mann, zeigen Sie mir, wo das Kernrelay ist. Da hinten. Ich sehe es doch schon. Mit ausgestreckter Hand renne ich, ja. Okay, Reg. Dann öffne es doch mal auf. Komm, Art. Ich hänge hier nur ein bisschen ab. Und dann entziehen wir das Kernrelay, währenddessen wir weiter hier abhängen. Dann zeig mal, was wir jetzt haben. Ein Nahkampfangriff. Zack, zack. Kommen jetzt doch gleich ein paar Gegner, denke ich mal. Ja, wie immer, dass wir es gleich ausprobieren können. Okay, und dann einfach erstmal Boom. Oh. Okay, ich kann auch unsichtbar werden. Zack. Ich bin unsichtbar geworden. Wie könnt ihr mich dann? Also, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Nahkampfangriff. So, machen wir es unsichtbar. Wie lange kann ich unsichtbar bleiben? Ah, ich hätte ihn noch besiegen können. Oh! Aua. Ah, das ist cool. Einfach unsichtbar werden. Dann kann ich die. Oh, den konnte ich jetzt nicht besiegen. Egal. Geht's halt so auf die Fresse. Da hinten ist noch einer. So, zack. Lassen Sie Reggie zu seiner eigenen Sicherheit zurück. Okay. Er folgt mir, dann muss ich wohl unsichtbar werden. Einfach irgendwo hingehen, ja. Jetzt bleibt er stehen. Alles klar. Sieht er mich jetzt? Ne, okay. Wo ist jetzt das nächste Kernrelais? Ja, das. Oh, hi. Ich bin der Typ, der weiß, wo das nächste Kernrelais ist. Ja, du musst kurz in die Warteschleife. Eugene, hier ist Delson. Wir haben immer noch keinen Schuss und keinen Sprint. Das ist ein bisschen blöd. So kommen wir nicht schnell durch die City. Du musst für mich was suchen. Kennst du diese Leuchtkessel, die das DOP überall platziert hat? Wo kriege ich eigentlich das Video her? Kann ich mir das herentziehen? So, das nächste Kernrelay. Alles klar. Eine neue Videokraft zu erhalten. Finde ich cool, dass nächste Fähigkeit Video ist. Ja, das Schwert ist schon cool. Interessiert? Nein, nein, schon gut. Im Tal des Todes warten ein paar Engel der Stufe 1 auf. Richtiger Suchti, Alter. Fast wie so ein richtiger WoW-Suchti. Retten Sie ihn für gutes Karma, ja. Komm her. So, und das kann ich jetzt natürlich. Sorry! Sorry! Ich wollte das hier. So, her damit. Das kriegen wir jetzt hoffentlich in den Sprint. Der wäre super, um durch die City zu kommen. Ja, das sieht mir nach Sprint aus. Oh, können wir jetzt fliegen? What the fuck? Yeah. Können wir jetzt... Wow. Ui, ja cool. Die OP-Truppen besiegen. Ich bin nicht da. Hä? Wieso hat es nicht geklappt? Ach, keine Ahnung. So, weg mit dir und dann... Oh, das... Oh, vor allem wie schnell das ist. Irgendwie kann ich mich nicht unsichtbar machen gerade. Na, egal. Hier kann ich wie... Wo? Ah, da aus den Satellitenschüsseln. Sprinten Sie in Satellitenschüsseln in einem... Um sich durch die Luft zu... Okay. Also ein bisschen wie mit dem Rauch. Aber das ist cool. Yeah. Aber ich kann es nicht unendlich lang machen. Okay, gibt es dafür eine Fähigkeit, dass ich es unendlich lang machen kann? Das wäre sehr gut. Nahkampf, Neon. Hier, Video. Verbesserte Unsichtbarkeit. Oh, sneaky shit. Dauer. Schwimmen Sie automatisch beim Zoomen. Okay. Flügelwächter herbeirufen. Ah, wenn ich unsichtbar werde. Ach, wie cool. Ich will erstmal die zwei hier. Gib mir da noch ein paar. Jetzt habe ich auch keine Scherben mehr. Nur noch das hier.
Okay. Na, dann gib mir lieber das hier. Also fürs Fliegen gibt's anscheinend keins. Also kann ich das nur zweimal einsetzen. Aber es ist halt sackschnell. Boah, es ist übelst schnell. Jetzt konnte ich es mehrmals einsetzen. Ah, ich glaube. Warte mal. Muss ich jetzt ausprobieren? Das sieht cool aus. So, Moment. Ich glaube. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, dass, wenn ich, ja, ich glaube, wenn ich auf den Boden komme, dann kann ich wieder. Okay, also das heißt, zum Beispiel, ich könnte jetzt hier auf dem Dach drauf. Ich habe zweimal, dann kurz fallen lassen, dann kann ich wieder. Okay. Ist Neon doch schon eigentlich besser, obwohl Neon langsamer ist, aber das kann ich halt unendlich lang einsetzen. Was halt vorteilhaft macht. Ich meine, man muss erst krabbeln können, bevor man auf den Turboschlitten aufspringt. Du willst dich einen Fetsch dran machen, oder was? Vergiss es. Vergiss es. Der den Unfall verursacht hat, ist er entkommen. Ich denke mal, dass du von Hank redet. Ups. Kernrelays finden. Oh. Ah, das ist da unten. Es geht. So, neue Videokraft, dann zeig mal her. Jetzt sollten wir den Schuss kriegen, den normalen, hoffe ich doch mal. Ja, das sieht mir nach Schuss aus. Was, als Schwerter? Yeah. R1. Ah ne, dann ist es der schwere Schuss. Oh, cool, sogar mit Zielding. Also, aua, Alter. Ui. Okay, also auch mit. Ups. Geh, sind einfach abgehauen. So, entzieh das mal. Wo ist der Heli? Da unten. Aber das ist cool, dass es. Ne, also, dass es dahin sind, wo ich. Also, wie nennt man das? Mir entfallen andauernd Wörter. Mir entfallen andauernd Wörter. Gerade eben hatte ich es noch. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Satellitenschüssen, das weiß ich inzwischen. Danke. Wie nennt man das? So wird es wie Lenkraketen halt. Also sie setzen sich ein Ziel und fliegen dann hinterher. Das ist geil. Das ist besser als bei Neon. Auf jeden Fall. Ich sage immer, das ist besser, das ist schlechter als bei Neon, weil Neon zu besiegen wird schon schwer. Also es kommt da stark auf die Ulti an, die wir hoffentlich dann auch in diesen Can-Relays finden werden. So. Vielleicht ja jetzt schon. Das ist der normale Schuss. Okay. Yeah. Look at that. Ja, vorwärts. Und alle aufgeben. Okay. Oh, wie cool das aussieht. Schön, gutes Karma. Bam. Bam. Kommt aber voll, das sieht voll aus wie, also nicht wie besiegen. Das ist voll brutal. Nichts, was ein paar coole Conduits und eine Armee von Engeln und Dämonen nicht schaffen können. Hi! Meinst du, das wäre schon dem cool? Ich rufe an, wenn ich da bin. Okay, also das nächste Can-Relay. Jetzt haben wir also unseren normalen Schuss. Oh! Der ist ein bisschen krasser. Der ist um einiges cooler. Lass mich mal bitte in Ruhe. Der ist cooler. Auf jeden Fall. Weil er viel mehr schießt. Auf einmal bei Neon sind es, glaube ich, nur 3 Schüsse und dann hat man eine kurze Abwartezeit bis zu den nächsten 3 Schüssen. Hier hat man natürlich auch eine Abwartezeit, denke ich mal. Oh. Ja, hat man, aber also man muss halt nochmal drücken. Aber man schießt halt viel mehr auf einmal. Das ist cool. Aber bis jetzt gefällt mir das eigentlich. Aber wie gesagt, es kommt sehr, sehr stark auf die Ulti an. Denn die Neon-Ulti ist halt schon krass, würde ich mal sagen. Und das Fliegen ist halt ein bisschen, dass man das nicht unendlich lang kann, ist ein bisschen schlecht. Du hast doch noch mehr drauf, du cooler Conduit. Hi. Okay, Leute, gewinnen wir für den Gamer. Okay, ich muss. Ah, ich verstehe. Ich muss in dem Gebiet, in dem ich mich unsichtbar machen will, muss ich. Darf sich kein Gegner befinden. So zum Beispiel. Jetzt bin ich unsichtbar. Das ist geil, dass man. Oh, das ist so cool. Dass man dann hier rumrennen kann.
Aber wir sollten nochmal... Wow! Wow! Oh, ich habe ihn exekutiert. Oh, Entschuldigung. Aber der ist stark, der Schuss. Der ist richtig stark. Boom. Zeig mal her jetzt, was du da für mich hast. Was gibt's denn jetzt noch? Eine Granate? Vielleicht noch? Und eine Ulti dann. War das die Ulti? Das ist die Ulti Hellfire Schwarm. Okay. Ah, okay. Hier kommen Himmel, Hölle und Delzin. Okay. Das ist auch cool. Das ist auch cool, auf jeden Fall. Oh Mann, Eugene, du hast mir was verheimlicht. Nur so eine kleine Idee. Himmel, Hölle, Delzin. Nein. Muss herkommen und sich die Hände schmutzig machen. Das ist auch nicht schlecht, die Ulti. Muss ich halt noch im richtigen Kampf ausprobieren, also in der Mission oder so. Aber die sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, Video könnte Neon echt ablösen. Aber da, wo man es herkriegt, ist nicht so cool, weil das ist nur auf Dächern. Aber das ist halt auch mega. Entschuldige, dass du warten musstest. Punkt Nummer 1. Ich bin froh, dass du offenbar noch lebst. Natürlich. Aber warte doch mal, bis du siehst, was ich jetzt kann, Mann. Ich hab Schwerter und Raketen und Dämonen, die vom Himmel herabstoßen. Ja, klingt gefährlich. Okay, ich glaube, es reicht auch, wenn man Wände berührt. Danke. Ja, also man muss nur kurz irgendwo sich festhalten, sozusagen. Oh Gott, Entschuldigung. Aus dem Nichts zum Helden. Wir haben fast die nächste Karma-Stufe erreicht. Ist wohl irgendwo so ein... Ah, da. Im Flug, Alter. Okay. Okay. Aber hier gibt es auch nicht die Möglichkeit, Gegner irgendwie schneller zu besiegen. Also es gibt nicht das wie bei Neon, dass man, wenn man auf beide... Oh, das wird schwer, das zu entscheiden. Ich glaube, aber ich bleibe bei Neon bis jetzt. Also der größte Punkt, warum ich bei Neon bleiben will, ist, dass es eben nicht diese... Ja, diese Möglichkeit gibt, schnell Gegner zu besiegen. Das mit dem Unsichtbar machen ist halt geil. Das ist richtig geil. Das ist halt krank. Wenn man sich auch so sehr, sehr schnell seine Ulti verdienen kann. Hä? Ach, du bist ein Gegner. Und das kommt mir auch um einiges stärker vor. Oh Mann, Leute, es wird schwer. Das wird schwer, das zu entscheiden. Wo ist die Scherbe hin? Ach, da. Muss ich auch mal gucken, was so die Skills angeht. Was gibt's denn da noch so? Ist zweimal einer in dem Boden? So, kann ich das nicht jetzt schon? Keine Ahnung. Signalschub. Ja. Luftwoge. Okay. Ja, das mit dem Schweben. Das ist auch noch cool. Das hier gibt's nur bei Böse. Oh, das hier ist halt viel mit Böse, ne? Also es gibt wenig Gutes. Hier ist halt, glaube ich, gibt es nur bei Gut. Aber sonst ist hier sehr, sehr viel Böse. Und bei Neon war es halt... Neon war mehr so eine gute Fähigkeit. Ihr seht, es gibt nur zwei Böse hier. Werde ich mir durch den Kopf gehen lassen, was wir denn jetzt als Standard nutzen werden. Aber ich glaube, aber Neon ist schon... Weil man Neon auch leichter herkriegt. Also für Video musst du immer auf Dächer gehen. Neon gibt es sehr, sehr oft auf dem Boden. Das glaube ich, dass wir hierbei bleiben werden. Beim guten alten Neon. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat diese Part von Infamous Second Son gefallen. Im nächsten Part werden wir mal ein bisschen... Wir werden uns um ein paar Gebiete kümmern, um die zu befreien. Also komplett mit Viertelfinalkampf und so weiter. Ich hoffe, euch hat diese Part gefallen. Wenn ihr dann lasst dann einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Peace up und haut da rein.